Die andere Alternative, längerfristig gedacht, wäre der Kauf einer Wohnung. Da wäre sicherlich der große Vorteil, der Kauf einer Wohnung bedeutet natürlich einmal eine gewisse Wertanlage. In der Regel ist mit dem Kauf einer Immobilie auch eine Wertsteigerung verbunden. Auch hier wollen wir wieder darauf hinweisen, dass die Lage der Immobilie von großer Bedeutung ist, egal ob ich als Eigennutzer oder als Anleger kaufen kann. Der zweite große Vorteil besteht darin, dass Wohnungseigentum vererbt und auch verschenkt werden kann an die Nachkommen. Der nächste große Vorteil ist, ich bin eigentlich nicht eingeschränkt in der Verfügungsgewalt über mein Eigentum, es sei denn natürlich, es steht unter Denkmalschutz oder ich muss natürlich gewisse Bauvorschriften einhalten, aber ansonsten kann ich im Inneren meiner Wohnung relativ frei über die Wohnung verfügen. Der nächste große Vorteil sind die relativ geringen Fixkosten. Wenn der Kredit nach 20, 25 Jahren abbezahlt ist, bleiben mir eigentlich nur noch die Betriebskosten bzw. die Instandhaltungskosten als laufende Fixkosten, die man in der Regel so mit 2,50 Euro pro Nutzwert kalkulieren kann. Das ist also gerade in Zeiten, wenn ich längerfristig denke, im Pensionsalter von Vorteil, beziehungsweise der große Vorteil natürlich auch, wenn ich die Wohnung vermiete, ich im Alter ein nettes Zusatzeinkommen durch die Vermietung der Wohnung erhalte. Letztendlich ist immer zu beachten, dass der Immobilienkauf eine langfristige Investition ist, die eine persönliche und finanzielle Sicherheit voraussetzt. Man sollte davon ausgehen, dass beim Kauf einer Immobilie ca. 25% Eigenkapital notwendig sind, bei einer Bindung von 20 bis 25 Jahren. Sollten Sie noch Fragen zum Kauf oder auch zur Anmietung einer Immobilie haben, darf ich Sie noch mal auf den aktuellen Blog auf unserer Homepage verweisen, beziehungsweise würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie auch zu einem Beratungsgespräch in unserer Otto-Boutique im 1. Bezirk einladen dürften. Auf Wiedersehen.